Ja, guten Morgen oder guten Abend. Hier ist der Hossi von Urlaubsdorf. Ich sitze hier mit der Chiara zusammen. Das ist die Richtig. Tochter vom Heiko, von dem Supermercado-Betreiber, wo es hier nur deutsches Essen gibt. Und sie will uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, wie es als Leben als Jugendliche auf der Insel ist. Was macht man hier so? Wie kann man sich das denn vorstellen? Es ist ein wahnsinnig schönes Leben natürlich, Ja. auf einer Urlaubsinsel groß zu werden. Ich bin hier aufgewachsen, wir sind hier rübergekommen, da war ich 8 Jahre alt, meine Schwester 4 Jahre alt. Und ja, es ist ein Traum, auf einer Urlaubsinsel natürlich groß zu werden. Es ist fast ein ganz anderes Leben als in Deutschland. Ja. Was die Schule angeht, ist es in Deutschland viel besser. Aber alles, was Freizeit angeht, finde ich es natürlich hier wahnsinnig schön und kann sehr viel Freizeitaktivitäten betätigen. Und das Leben ist wahnsinnig chillig und Du hast angenehm. jetzt ja das deutsche Schulsystem jetzt nicht ganz so mitbekommen. Ich meine, mit 8 hast du zwei Nee, Jahrgänge oder wie auch nee, ich viel bin mit ist. der siebten, also mit 7 Jahren in Deutschland eingeschult worden. Das heißt, ich Ja. habe die erste Klasse Grundschule in Deutschland gemacht. Okay. Ich bin aber zwischendurch nochmal für die achte Ja. ein Jahr ins Internat in Schwarzwald gegangen. Also, Ja. das heißt, ich habe jetzt nicht einen langen Einblick da reingekriegt, aber wenigstens ein Jahres Einblick in das deutsche Schulsystem bekommen. Und es ist auf jeden Fall, also meiner Sichtweise, ist viel besser wie das Spanische. Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Wir leben jetzt hier in welchem Ort? Campus, Und das wie ist weit ein. ist das? Wie lange hast du zur Schule zu fahren? Oh, das ist bei mir ein bisschen verschieden gewesen, weil ich habe wie gesagt die erste Klasse Grundschule in Deutschland gemacht. Dann sind wir nach Mallorca gekommen und dann dachten meine Eltern, gut, das Beste ist, wenn ich halt weiterhin irgendwie auf eine Ja. deutsche Schule gehe. Das heißt, ich habe die zweite Klasse Grundschule in Palma gemacht, auf einer deutschen Privatschule. Ja. Da haben wir dann aber nach einem Jahr gesehen, dass ich kein gutes Spanisch lerne. Wenn man das einfach nur als Fremdsprache hat, dann lernt man das nicht richtig. Und dann habe ich gewechselt nach Somvedinau, das ist von hier ungefähr eine halbe Stunde weg, Ja. auf eine spanische Privatschule, wo nur auf Castellano unterrichtet wird. Gibt es denn auch Schulbusse? Gibt es sowas, Nein, oder? gab es nicht von hier. Ja. Und wie Gab kommt man dann dahin? Muss meine deine Eltern, Eltern immer genau, hinfahren? meine Eltern Jeden Morgen abholen. mussten jeden Morgen dorthin fahren, mich und meine Schwester und mich, Ja. und uns wieder abholen. Und dann später haben wir dann Leute von dort kennengelernt, die hier auch gewohnt haben und dann haben wir so Fahrgemeinschaften gemacht. Aber eigentlich, ja, die Eltern mussten immer fahren. Hier gab es keine Schulbusse. Und dann war ich dort 3 Jahre und das war nur auf Castellano. Es ist eben der Unterschied, dass es hier in Spanien zwei offizielle Sprachen gibt, das Castellano und das Katalan. Und das Katalan, das gehört eben auch zu den Balearen. Ja. Das heißt, dass die ganzen öffentlichen Schulen, da wird auf Katalan unterrichtet. Und das ist wirklich eine komplett andere Sprache wie das Castellano. Ja. Und dann war ich da 3 Jahre in Somvedi, bin dort zur Schule gegangen. Dann wollte ich aber eben, wir wollten eben nicht mehr diese lange Fahrt jeden Tag haben. Und dann haben wir hier gewechselt nach Campus. Habe ich dann die 7. und 8. Klasse hier in Campus gemacht, auf einer normalen Schule, also auf Katalan, das war dann nicht mehr in Castellano, da habe ich dann das Katalan dazu gelernt. Ja. Und dann war die 8. Klasse nicht so gut für mich und ja, auch wegen familiären Dingen haben meine Eltern beschlossen, dass ich ein Jahr ins Internat gehe, nach Deutschland. Ja. Und da mein Rektor dann eben die Bücher gesehen hat hier aus Spanien und die aus Deutschland, die verglichen hat, hat gesagt, dass das Schulsystem total zurück ist, Ja. zu dem Vergleich als zum baden-württembergischen Schulsystem und hat mich wieder in die 8. Klasse eingeschult. Und dann habe ich dort die 8. Klasse gemacht, bin dann für die 9. Klasse wieder zurück nach Mallorca gegangen, habe die auf der deutschen Schule in Palma gemacht und habe dann die 10. Klasse hier im Campus beendet. Das heißt, ich hatte ein paar Schulwechsel, aber durch Ja. keinen Rauswurf oder so. Es war einfach nur, wir sind umgezogen und weil es halt kompliziert war, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du jetzt entscheiden könntest, Deutschland leben, Mallorca Spanien, leben, Spanien, würdest du sofort? Mallorca. Hast du viele spanische Freunde Ich habe gewonnen? eigentlich nur spanische Freunde. Alle. Und du kannst dich mit denen wunderbar unterhalten. Richtig, also für mich ist eigentlich meine Muttersprache Spanisch genauso wie Deutsch, Ja. weil ich damit groß geworden bin, seitdem ich dann 9 war und auf der spanischen Schule Spanisch gelernt habe. Meine ganze Freizeit verbringe ich nur mit Spaniern und sogar mit meiner Schwester. Wenn ich mit meiner Schwester allein bin, verständigen wir uns auf Spanisch, auf Ja. Castellano. Und wenn meine Eltern davor sind, aus Respekt, reden wir Deutsch. Aber das Super. heißt, sogar mit meiner Schwester, mit der ich normalerweise, weil wir Deutsche sind, Deutsch reden würde, reden wir Spanisch miteinander. Wie kann man sich das denn hier so vorstellen? Kannst du mal ein bisschen sowas zum Gesundheitssystem erzählen? Krankenhaus, wenn sich hier einer verletzt, Herzinfarkt oder schwer verletzt, wie läuft das hier von hier zum nach Palma? Kompliziert, Ist kompliziert, kompliziert. ja. Also, ich meine, es gibt natürlich Krankenhäuser und es gibt das ganze Gesundheitssystem, aber es ist halt auch kein Vergleich zu Deutschland, Ja. weil ich meine, hier ruft man einen Krankenwagen und man kann Glück haben, dass er schnell kommt. Dann Es wie kann lange aber, dauert das denn es so? kann, ja, es kann sein, dass er in 5 Minuten da ist. Es kann aber auch sein, dass er eine halbe Stunde später kommt. Also sowas habe ich auch schon gesehen, vor allem Und dann ist auf natürlich vorbei, richtig, auf ja. Veranstaltungen habe ich es oft gesehen, auf diese Ferias, die es gibt, diese Dörrfester.
oder auch Open Airs, die sie machen, wenn es da mal jemandem nicht so gut geht, wegen was auch immer, ob es jetzt eine Überdosis ist oder ob es ein Herzanfall ist, was auch immer. Da habe ich schon gesehen, ja, dass dann einfach wirklich gar keine Kranken wegen da waren, nichts vorbereitet war und ja, dann kann es auch mal passieren, dass einfach jemand stirbt, weil halt jemand nicht schnell genug kommt oder das Schlimme ist, ja. Wie sieht denn dein Leben so aus? Mich würde das einfach mal so interessieren als 17-Jährige, wie dein Alltag ist. Machst du den ganzen Tag Sport, liegst du den ganzen Tag am Strand? Wie kann man sich das hier... Total crazy. Hältst du deinen Eltern hier den ganzen Tag? Bist du in der Gastronomie? Ich helfe meinen Eltern natürlich, wenn es nötig ist. Also bis vor einem Dreivierteljahr jetzt bin ich dann noch... Oder nein, beziehungsweise bis letztes Jahr, schon wieder ein Jahr her. Letztes Jahr Juni bin ich zur Schule gegangen, da habe ich meine 10. Klasse abgeschlossen. Ja. Und dann haben sie gesagt, ich kann erstmal den Sommer halt frei haben. Nach dem Sommer habe ich dann angefangen, hier zu helfen. Mhm. Sport mache ich auch. Was machst du an Sport? Ich tue Reiten, ich gehe ins Sportstudio, ich tue Joggen und sonst mal klettern oder was sich so eben mal anbietet mit Freunden oder was wir zusammen, was wir so zusammen planen. Genau. Hat Campus denn ein eigenes Fitnessstudio oder ein Sportstudio? Haben wir. Wir haben zwei, die sind jetzt nicht ganz so gut, wie sie in Palma sind. In Palma geht's gut, aber ich kann natürlich auch nicht jeden Tag nach Palma fahren, nur um ins Sportstudio zu gehen. Und man kann schon viel machen, aber es gibt auch ein sehr schönes Nachtleben. Ja. Das ist natürlich hier in Spanien sehr verbreitet. Ja. Und in Campus auch, oder? Ja, in Campus, wir haben so ein paar Pubs. Pubs heißt das hier. Das sind einfach nur so was zwischen einer Bar und einem Club. Mhm. Was so dazwischen. Das ist jetzt nicht so, ich meine, hier kann man mal sowas gemütlich trinken gehen. Aber wenn wir dann weggehen, dann gehen wir schon nach Palma oder mal nach Magaluf oder weiter. Wenn ihr feiern geht, ich kenne das jetzt, Cala Ratjana, Playa de Palma, Arenal. Genau, das sind so die Touristenorte. Genau, und was macht ihr so als, ich meine, man kann dich ja jetzt schon so ein bisschen als Spanierin auch bezeichnen. Ja, auf jeden Fall, also ich bezeichne mich selbst auch eigentlich mehr als Spanierin. Nein, ich bin schon Deutsche, natürlich bin ich Deutsche, aber ich bin hier groß geworden, also mein Herz ist für Spanisch. Ja, Paseo Marítimo in Palma, da gehen natürlich genauso Touristen hin wie auch Spanier. Und dann, was für uns viel gemacht wird, sind diese Open Airs. Es wird einfach nur im Fernsehen oder im Radio gesagt, an dem und dem Samstag. Radio? Inselradio ist nicht unbedingt, sondern die spanischen Radios dann. Ja. Das sind dann House, Elektro, Techno, Festivals oder sowas. Die können mal bis ganze Wochenende gehen oder nur einen Abend. Und das ist eigentlich immer in verschiedenen Dörfern. Und dann sind das so Open Airs, die den ganzen Sommer stattfinden. Ja. Und im Winter gibt es natürlich keine Open Airs. Dann gibt es sowas wie das BCM. Also BCM ist in Magaluf. Mhm. Das ist im Sommer für die ganzen Engländer. Und ist Magaluf? Magaluf ist hinter Palma. Ja. Genau, so wenn man um die Ecke herum fährt, das ist hinter Palma. Und da ist eigentlich so wie Arenal für die Deutschen das Urlaubsziel ist, oder halt für die deutschen Partyurlauber, ist Magaluf für die Engländer. Ja. Und im Sommer gehen da die Spanier ja nicht so gerne hin, weil es auch oft ziemlich Stress gibt mit den Touristen und den Spaniern, wenn das vermischt ist beim Weggehen. Ich weiß, das funktioniert nicht so gut. Und ja, in Magaluf ist dann aber im Winter, das BCM wird dann aufgemacht für die Spanier. Da können natürlich auch, wenn Deutsche auf der Insel sind oder Touristen, das ist jetzt nicht, dass es nur für Spanier ist, aber im Winter sind halt einfach keine Touristen da und dann wird das aufgemacht und da sind halt nur Spanier und dann kommen DJs von der ganzen Welt. Ja. Ja. Hast du so einen besonderen Geheimtipp, was man hier auf Mallorca auf jeden Fall unternehmen sollte? Ist egal, was du meinst, was dir am Herzen liegt, wo du meinst, das sollten die Leute, wenn sie hier hinkommen, auf jeden Fall machen. Das heißt, irgendwie eine Sehenswürdigkeit oder so ein Naturspektakel. Ich finde auf jeden Fall, man soll auf jeden Fall das Nachtleben hier ausnutzen, das es hier gibt, aber genauso die Strände besuchen, wie der Estreng zum Beispiel. Das ist ein wunderschöner Strand, den es hier, der Estreng, 14 Kilometer lang. Gehst du da auch hin? Ja, weil es ist nicht weit weg und wir reiten dort entlang, wenn es geht, im Winter, wenn keine Touristen da sind. Ja. Und im Sommer gehe ich natürlich gern hin, um zu baden. Jetzt im Moment nicht so viel, weil ich war in meinem Reitstall, aber da hat es dann irgendwann aufgehört. Wir haben selber ein Pferd gehabt, dann bin ich bei privaten Leuten, habe deren Pferde geritten und jetzt war ich gerade 6 Wochen in L.A., also war ich gar nicht da. Ich habe auch vor, bald wieder dorthin zu gehen. Und oder für Urlaubs-TV ein bisschen was zu machen, ne? Naja, mal sehen. Okay, vielleicht kommt Urlaubs-TV mit mir nach L.A. Möglich. Genau, ja. Okay. Und ja, sonst natürlich auf jeden Fall auch die Natur und die ganzen Dörfer, sich die ganze Tradition von Mallorca anzugucken und die ganzen Geschichten, die es über Mallorca gibt, wenn man einfach nur in die Dörfer geht oder auf die Märkte, das finde ich auch sehr schön, die Wochenmärkte. Wo ist denn so ein toller Markt, den man auf jeden Fall... Sineu ist sehr groß. Ja? In Sineu ist der Markt sehr groß und sonst ja eigentlich, jedes Dorf hat seinen... Wann hat denn der Sineu-Markt immer geöffnet? Wenn ich mich nicht total täusche, ist es mittwochs.
Ja. Ich glaube, der Seniorenmarkt ist jeden Mittwoch, aber das kann man beim Inselradio auf der Webseite zum Beispiel perfekt rausfinden, ja. Oder im Internet. Da ist der Plan von den ganzen Wochenmärkten, Wochenmarkt, welcher jeden Tag ist. Hast du viel das Inselradio? Nein. Gar nicht, sondern? Wir haben spanische Radiosender. Ja. Club FM, Flash FM, Vicious Radio. Ja. Was ist dein nächster Plan? Jetzt im Moment? Ja. Was willst du machen? Ja, ich bin im Moment in so einem Moment von meinem Leben, wo ich das nicht wirklich so ganz genau weiß, aber auch ziemlich glücklich darüber bin, das nicht genau zu wissen, weil ich das in Deutschland gesehen habe, dass man da, seit man eigentlich ziemlich jung ist, von den Lehrern, von jedem immer dazu gedrängt wird, mit 14, mit 16, du musst wissen, was du machen willst, du musst wissen, du musst dich da jetzt schon entscheiden. Hier in Spanien werden die Jugendliche eigentlich gar nicht dazu gedrängt, so, aber die drängen sich selber mittlerweile dazu, weil sie halt merken, dass Krise ist, dass sie irgendwas machen müssen. Und dadurch, dass ich aber irgendwie so in beiden Ländern groß geworden bin und jetzt noch das Glück hatte, Amerika mit 17 schon erkunden zu können, habe ich gemerkt, dass das Reisen einen total verändert und die Mentalität auch von allem, und dass man da so viel lernt und so viel Erfahrungen sammelt auf der Reise, dass sich dann nach kurzer Zeit eigentlich die ganzen Pläne wieder total verändern. Und jetzt ist mein Plan, im nächsten Jahr oder nächsten zwei Jahre zu arbeiten, zu jobben, vielleicht auch ein bisschen für Work and Travel, also beim Reisen schon. Und dann möchte ich mir einen Track, einen Bus kaufen und um die Welt reisen. Mit meiner besten Freundin und vielleicht sogar mit meiner Schwester, wenn sie bis dahin. Vielleicht begleiten wir das auch. Vielleicht. Möglicherweise. Okay, cool. Dann danke ich erstmal vielmal für das Interview und dass du uns ein bisschen was über Mallorca erzählt hast. Gerne. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön und sehr gerne. Viele Grüße nach Deutschland, euer Urlaubshaus. Viele liebe Grüße aus dem sonnigen Mallorca.